Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind wieder fett am Start. Im letzten Part haben wir das Ultula-Haus gemacht im Sumpf. Das lief ziemlich gut, wir haben es komplett abschließen können, bis auf die Hauptbelohnung halt. Da müssen wir noch ein bisschen, ja, abwarten, bis wir da alles haben. Kann ich Epona jetzt einfach rufen? Das müsste eigentlich funktionieren, ne? Sobald man den Song hat, geht das, glaube ich, jederzeit. Jo, cool. Epona ist am Start. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Können wir theoretisch jetzt einfach zu den Soras gehen? Mach ich mal. Da haben wir nämlich auch einen Tingle. Da haben wir auch das andere Skulptula-Haus. Kann ich das schon komplett abschließen? Ah, ich finde halt, mit dem Enterhaken wäre es geiler. Einfacher, angenehmer. Gibt es halt keinen Bumerang, das ist halt so das Problem dabei, so ein bisschen. Aber wir können auch mal gucken, ob es hier vielleicht, ob wir direkt zu Zoras Domain kommen von hier. Wir schauen mal. Ich meine, hier gibt es ja auch erstmal wieder einen random Eingang. Ansonsten, wir gucken erstmal, was wir so machen können. Migao müsste ja auch irgendwo rumliegen. So, was haben wir denn hier drin? Oh, der Bombenladen. Na, das ist natürlich jetzt auch essentiell, wenn wir die Oma retten, ne? Okay. Ja gut, das lohnt sich schon mal alles nicht. Jo, sollten wir nochmal wiederkommen, wenn wir die Oma gerettet haben am ersten Tag, dann könnte hier was anderes noch liegen. Theoretisch. So, ansonsten, das hier ist wahrscheinlich standardmäßig das Skulltula-Haus, oder? Das ist nicht gerandomized. Das war im Sumpf jetzt auch nicht gerandomized. Ne. Hier könnten wir theoretisch auch ein paar gute Items holen. Würde ich aber noch mal kurz warten. Denn ich, ach shit, Migao liegt schon hier. Ist das normal? Ah, ich habe den Song of Health gar nicht. Ja gut, vergiss es. Ich kann das gar nicht machen gerade. Ärgerlich. Okay, wir gehen mal kurz schwimmen. Zack. Aber im Labor kann man, glaube ich, aktuell auch noch nichts machen, ne? Aber wir können auch zu den... Ja, wir gehen dann auf jeden Fall auch mal zu den Soras. Ja, wir gucken mal. Das ist ja auch wieder ein random Ding. Ja, alles random sein. Ah. Ja, ja. Manchmal vergisst man, dass man in einem Randomizer drin ist. Warte mal, ich bin jetzt zu weit oben, ne? Schauen wir erstmal, was der gute Tingle hier hat. Juhu. Hallo, mein Freund. Was hast du denn hier? Okay, der hat auch den großen Köcher. Komm, ich nehme den mal mit. Für Majora's Mask. 40, ja. Das müsste passen. Das andere war jetzt nicht so wichtig, was er hatte. Dann können wir nochmal in die Berge gehen. So, was haben wir denn hier drin? Okay, das Hunderennen. Wir haben die Maske der Weisheit. Theoretisch können wir easy das machen. Okay, reden wir mal mit einem Okay, der ist jetzt nicht so. Was mit ihm? Er ist zu alt, sein Bein tut weh. Wir müssen jetzt irgendwie einen finden, to der er should do pretty well. Okay, der Goldene, der ist ganz gut drauf. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was musste der sagen, damit er gewinnt? Er ist es nicht. Oder sagen die alle das gleiche? Hier ist auch eine Schatzkiste irgendwo.
Hä? Wo gibt's denn hier eine Schatzkiste? Da oben drauf ist eine Schatzkiste, ne? Also der goldene war bis jetzt so am besten. Ich glaube, den nehme ich. Die anderen sind alle so ein bisschen... Vielleicht sagen die jetzt auch nichts Krasses, sondern es ist immer so ein bisschen mit Glück verbunden und das ist jetzt einer unter den Top 3. I don't know. Nee, komm her. Ja, 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 I know. So, ja. Ich mach volles Risiko, Junge. Mehr als 90 geht nicht? Okay. Feuer frei. Weh, du hast mich angelogen, Hund. Wehe. Ich möchte Pokémon. Pokémon Arceus. Okay, der blaue ist auch gut am Start. Wir sind schon mal unter den Top 3. Aber er zieht durch, er zieht durch, er zieht an. Alter, jawoll. Guck dir das an. Der ist richtig gut drauf, der Hund. Die Musik. Yo, das ist mein Gewinner. Dulu, 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 dulu. Super. Ja, oben auf dem Ding steht eine Schatzkiste. Ich habe aber keinen Fanghaken, um da hochzukommen. Ja, ärgerlich. Jo, das gibt gut Kohle. 270 Rubine, ey. Und den Preis? Ein Token. Okay. Nö, danke. Reicht mir erstmal. Aber hier kann man gut Geld farmen, muss man sagen. Ja, da oben ist eine Schatzkiste. Hm. Oder dahinter. Aber ich glaube, oben drauf steht die, ne? Wo? Oh, könnte auch dahinter stehen. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz lunseln. Vor allem, ich darf nicht vergessen, wir sind ja immer noch... Wir sind ja immer noch hier am Meer, ne? Am Ozean. Ne, da oben steht sie. Ja, da komme ich nur mit dem Enterhaken, glaube ich, hoch. Okay. Aber gut zu wissen. Schön, schön. Da haben wir gut Kohle bekommen. Das gefällt mir. Weiter geht's auf der Tingeljagd. Eine Fee. Brauche ich nicht. Okay, weiter geht's. Wir können... Irgendwo hatten wir auch schon diese Biber gefunden, ne? Die könnte man theoretisch aufmachen. Obwohl, brauche ich Magie für die Biber? Ne, ich glaube nicht. Boah. Ein Riesenpenis. Ah, wir sind schon am Final Day wieder angelangt. Wir haben halt immer noch nicht... Ah. Die richtige Musik, ne? Aua. Guck mal, hier gibt es auch erstmal noch ein paar Orte, die wir abchecken. Coole Musik. So, darüber kann ich noch nicht, da brauche ich auch wieder einen Enterhaken. Viele Sachen, wo ich einen Enterhaken brauche. Die Musik ist cool. Da hinten, das ist die Feenquelle, ne? Glaube ich. So, was haben wir denn hier? Okay, Ocarina of Time, zwei Deko-Kerle, hallihallo. Was verkauft ihr denn Schönes? Ja, das ist auf jeden Fall was, was ich kaufen möchte. Und Piece of Heart für 110 Rubine, ja, das könnte man sich kaufen. Aber halt nicht jetzt, ne? Mann, da fehlt wieder ein bisschen Geld. Egal. So, dahinter kommen wir noch nicht. Wir könnten uns halt noch ein... Es wäre cool, wenn Majora's Mask und Ocarina of Time sich die gleiche Börse teilen würden. Fände ich ganz cool. Kommt man hier in ein random Item? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob man dann ein random Item bekommt. Aber man kann hier auf jeden Fall ein Herzteil bekommen. Könnte.
Schauen wir mal, was sich hier unten verbirgt. Alter, was ist denn jetzt los hier? Wie geht das so langsam? Alter. Gott. Hä? Jetzt bin ich auch noch stuck. Junge. Meine Güte. Was ist denn hier los? Nee. Okay, das war interessant. Nee, ich will da nicht rein. Warum visierst du denn nicht an? Ey, Wahnsinn, wie sich der Boden einfach bewegt. Ich glaube, ich hätte das von oben mit dem Pfeil machen sollen. Dass der halt auch nur gestunt wird. So, was hast du Schönes? Echt jetzt? Zum Minusrubin, oder? Ja. Wir nehmen trotzdem mit. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal. Ja, hier sind halt auch überall Schatzkisten. Aber ich kann mir halt vieles nicht holen. Weil mir der Enterhaken fehlt. So ist jetzt die Frage. Bei dem Spiel mit den. Mit den Krügen kaputt machen, kann man da was gewinnen? Also ein random Item? Ich glaube, ich probiere es mal aus. Und dann gehen wir nochmal zu Zoras Domain. Oder Zoras Reich, keine Ahnung, wie man das hier nennen mag. Mit dir muss ich reden? So, ich mache mal den. Das war zu nah. Wie viel muss ich bezahlen? 10 Rubine? Ja, das geht ja. Da probiere ich es gleich nochmal. Okay, das war auf jeden Fall zu nah. Versuchen wir es mal so. Das war auch zu nah. Oder war das zu nah oder zu weit weg? So. Jetzt stehen wir nicht mittig. Ich glaube, man gewinnt hier aber auch nichts, ne? Leute, gewinnt man hier was? Ich lasse es erstmal. Komm, einmal noch. Ich stehe schon wieder nicht mittig. Nein! Einfach mal eine Bombe reinwerfen, oder? Okay, warte. So, jetzt habe ich das Gefühl. Das wird's. Ja gut, das waren die Außen. Ah, ne, ich verballer gerade mein ganzes Geld einfach nur. Okay, einmal noch, letzter Versuch. Ich werde süchtig hier. Ich werde einfach süchtig. Das ist aber schon wieder nicht gerade. Ah. Shit. Ich muss theoretisch nochmal ein Stück zurück. Jo, okay. Jetzt habe ich's. Okay, ich krieg 100 Rubine. Jo. Da habe ich jetzt nicht wirklich Plus gemacht. Aber wir haben zumindest mal abgecheckt, ob es ein random Item ist, aber... Ist leider keins. Okay. Gehen wir mal in Zoras Domain, aber... Ah, ist halt nervig, dass ich noch keine Magie habe. Das ist schlecht. Du. Okay. Was wird uns hier erwarten? Pokémon Sword und Schild. Hier ist sehr viel Pokémon-Musik, muss man sagen. Was nicht schlecht ist.
Was haben wir denn hier? Das ist der Shop, oder? Normalerweise. Das ist... Ah. Da könnte ich mein Schwert verstärken. Stärken. Ich bräuchte auch erstmal Feuer. Ich bräuchte Magie. Okay. Keine Ahnung, ob das essentiell ist für uns noch. I don't know. So, geht's hier nochmal raus? Ja, ne? Das müsste Overworld sein. Da müsste mal rausgehen. Genau. Da können wir uns auf jeden Fall erstmal den Porter holen. Falls wir irgendwann mal das Lied bekommen sollten, da geht alles ein bisschen schneller. Eine Fee wäre jetzt, glaube ich, ganz cool. So, Lulu, hi. Die hat ja noch nichts zu sagen. Oben haben wir, glaube ich, auch nichts weiter. Da müssen irgendwie die Fackel noch angezündet werden. Ja, man kann da ja auch ganz komisch so ein Konzert geben, ne? Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war. Das war auch so eine Nebenquest. Aber bekommt man dafür irgendwas? I don't know. Okay, lass mich mal rein hier. Das sind auch alles random Räume. Das ist auch richtig krank. Wir haben eine Feenquelle gefunden, aber wir haben ja keine Feen. Aber wissen wir jetzt? Das sind die rosanen Feen, ne? Rosa. Die sind irgendwie alle nicht rosa. Ach, hier. Woodfall. Okay. Woodfall. Heißt, wenn ich... Ich habe halt keine Ahnung mehr, ob ich die gerandomized habe. Theoretisch, wenn wir dann im Woodfall-Tempel sind, können wir mal ausprobieren. Wenn wir die alle haben, dass wir hierher zurückkehren. Spirit Tracks. Spirit Tracks 64 vor allem. Okay, Eier haben wir auch noch gar nicht, aber... Hier brauche ich Fisch. Zwei Stück, glaube ich, ne? Ich brauche Fisch. Ich brauche Fisch. Da gibt es, glaube ich, auch ein Herzteil. Hallo. Und tschüss. Der Kronenshop. Wahnsinn, was du hier drin hast. Wahnsinn. Toll. Das hat mich jetzt richtig inspiriert, nie wieder was zu kaufen. Okay. Da waren wir drin. Ja, ich bräuchte theoretisch mal einen Fisch. Ob ich den hier irgendwo krieg? Ich glaube hier drinnen nicht. So, da waren wir drinnen, ne? Und hier waren wir noch nicht drinnen. Lass mich hier auch noch mal kurz rein. Ich will nur mal gucken. Der Deku-Schrein, Alter. Boah, hier muss ich aber auch erst den Woodfall-Tempel abgeschlossen haben. Oh, das muss ich mir merken. Wenn wir den abgeschlossen haben, dass ich direkt hierher komme. Weil sonst muss ich das ja wieder machen. Okay. Wupp. Ein Fisch. Ein Fisch, Leute. Ich bräuchte jetzt mal irgendwo einen Fisch. Dann könnte man nämlich das gleich machen. Part ist auch schon wieder gleich rum, ne? Wir haben schon wieder gefühlt nichts geschafft. Gefühlt einfach gar nichts. Ja, ich werde dann, glaube ich, auch im nächsten Part wieder ins Skulpturhaus gehen, weil... Ja, ganz ehrlich, warum soll ich das nicht mitnehmen, ne? Alter, Fisch! Was ist denn mit dir? Oh. Warum soll ich das nicht mitnehmen? Das Skulpturhaus. Aber wir sind halt auch schon wieder... Wir sind halt auch schon wieder im Final-Modus. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, das Kulturhaus. So, wo kriegen jetzt auf die schnellen Fisch her? Oder soll ich das nicht mehr machen mit dem Fisch? Ich meine, wir müssen sowieso irgendwann wieder zu dem Professor. Schwierig. Schwierig alles. Okay, Leute, ich würde sagen, das Kulturhaus könnte man machen, aber... Kann man das beenden? Das ist halt auch die Frage. Wir haben Zombie Gao mit seinen
Dingern, womit wir uns die Items zu uns holen können, aber gut funktionieren tut das nicht wirklich. Und bleibt halt oft hängen. Also jetzt würde ich auf jeden Fall nicht mehr ins Cool-Tierhaus gehen, das schaffe ich nicht mehr. Bin ich mir relativ sicher. Aber ist ja eigentlich egal, ob wir es schaffen oder nicht, weil es wird ja eh gespeichert. Ja, okay. Ihr habt mich überzeugt, ich gehe rein. Aber im nächsten Part erst. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Und im nächsten Part geht es dann hier weiter im Ocean Sea Spider House. Und ich hoffe, wir können hier nochmal schöne Items absahen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.